手紙来てるわよ。Oh, habe ich sogar Plätze übersehen. Okay, das kann ich wieder nur auf der Farm machen. Jetzt ist die Frage, will ich das überhaupt? Platzieren. Ja, die Futtermaschine brauche ich jetzt erstmal wirklich nicht. Zack, zack. Obwohl, alles mal rein damit. Fleisch schadet auch nicht. Kleiner Pilz und Wildblatt. Okay. Okay, Krummel des Frühlings, Sommers und des Winters. Die Höhle im Südwesten. Wie gibt es zu einem Westen? Das ist Osten. Einhornwald. Okay. Sieht zumindest sehr cool aus. Aber was bringt mir dieses Einhornwald? Warte. Okay, ich würde erstmal zum Frühling gehen, also passt eigentlich die Richtung. Sollte zumindest passen. Okay, meinen Magen ein bisschen füllen. Okay, zack. Ey, gar nicht so cool. Ich verliere ja richtig Leben. Zack, zack. Und da oben ist wieder so ein... Ich nenne jetzt mal Zwischenboss. Okay, der hat mich vergiftet. Ich
Stresssalatsamen. Ja, du. Noch mehr Samen. Welches Level ist das? Vierundzwanzig ist hart. Deswegen gehe ich hier erstmal außen herum. Wir müssen uns ja nicht unnötigerweise mit so starken Viechern anlegen. Wenn es nicht sein muss. Ich kann doch ausweichen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Pause. Hat dir je jemand gesagt, dass du ziemlich taktlos bist? Was? Was soll das heißen? Nein, ich meine das im positiven Sinne. Du bist sehr anteilnehmend. Ich hätte das nur gesagt, weil wir im Endeffekt zusammen gewohnt haben. Ich habe nur einmal vorher mit jemandem ein Zimmer geteilt. Und das war ein Forschungspartner von mir. Es war eine Katastrophe. Zuerst einmal bin ich ein Nachtmensch. Also waren wir die ganze Zeit total aus dem Rhythmus. Und naja, anscheinend bin ich keine besonders umgängliche Person. Das stimmt nicht. Wirklich? Ich weiß, du sagst das nur, damit ich mich besser fühle, aber trotzdem danke. Nur um das klarzustellen. Ich habe immer geputzt und abgespült und so. Es hatte nichts damit zu tun. Ich glaube, wir hatten einfach sehr unterschiedliche Lebensstile. Deshalb hat es mich so überrascht, dass wir zusammenleben konnten, weil du so offen bist oder so entspannt. Vielleicht konnten wir so gut zusammenleben, weil wir beide so entspannt sind? Vielleicht gleichen wir uns wie ein Ei dem anderen. So weit würde ich nicht gehen. Nur aus Neugier, ist dir je etwas Merkwürdiges an mir aufgefallen, als wir zusammengelebt haben? Ich meinte, wenn nicht, ist das völlig okay. Aber verhalte ich mich zum Beispiel irgendwie komisch, während ich schlafe? Mir fällt nichts ein. Oh, okay, dann ist ja gut. Ich weiß nicht, wie ich im Schlaf aussehe. Ich frage mich nur manchmal, ob ich etwas Peinliches mache. Wenn ich das tue, versprichst du mir, mich zu wecken? Warte, wurde ich deswegen nicht umgänglich genannt? Kress-Sandwich verbraucht. LP wurden komplett regeneriert und Ausdauer auch komplett. Speichern. Das ist schon eine Weile her. Gespeichert. Ich würde gerne gegen die Viecher kämpfen, aber... Anscheinend kann ich mir das nicht leisten, weil dieses fette Viech da die ganze Zeit ist. Okay, Kupfererz. Ah, da werden wir kämpfen können. Kurz heilen.
Stimmt, so können sie es auch machen. Warte, da ist ein Fragezeichen. Das suchen wir ab. Ein schwacher, angenehmer Geruch weht vor einem Busch herüber. Du folgst dem Geruch zum Busch und findest eine kleine Beere, die darin wächst. Bei genauerer Betrachtung fallen die weitere kleinere Beeren auf, die dort wachsen. Eine Zeit lang Beeren ernten? Ja, warum nicht? 30 Minuten später. Jetzt drei Erdbeeren. Doch der Geruch hat nicht nur dich angelockt, es sind Monster aufgetaucht, die es auf deine Beeren abgesehen haben. Monster greifen an. Wären ja auch keine Monster, wenn sie nicht angreifen würden. Zumindest sehe ich das so. Schon wieder mit der Bombe. Ich werde es mit den Bomben bestimmt noch. Irgendwann hinkriegen. Okay, aktivieren. Okay, ich sollte ja nochmal in den Dungeon gehen von vorhin und ein bisschen trainieren. Du kannst jetzt auf der Weltkarte durch die Nürjord-Steppe reisen. Okay, Aufträge. Normalen Angriff erhöhen. Und jetzt ist das freigeschaltet. Elektro 2? Nein, Angriff. Okay, kürzen. Dann halt erst kürzen. Okay, Nemea. Wo willst du hin? Sehen wir uns zuerst Nemea an. Ja, okay. Das ist also Nemea. Hier blühten das ganze Jahr über die Kirschblüten, oder? Oh, Besuch, kommt ihr von weit her? Wir kommen aus Lethe. Du Liebe, ihr seid von so weit hergekommen? Nun, versteht das nicht falsch, aber ihr sollt nicht zu lange hier verweilen. Vor allem nicht so ein hübsches junges Mädchen wie du. Warum? Hier sieht es nicht sonderlich gefährlich aus. Nun, natürlich nicht. Wir versuchen, den Frieden hier in dem Meer zu bewahren. Doch dann taucht dieses Ei des Himmels auf. Was ist das Ei des Himmels? Ich würde es euch ja sagen, wenn ich könnte, aber ehrlich gesagt wissen wir es auch nicht. Wenn ihr bleiben und selbst sehen möchtet, was hier vor sich geht, ist das eure Entscheidung. Aber es stürzen immer wieder Monster aus dem Ei des Himmels herab.
und sie schnappen sich jedes junges Mädchen, das sie in der Stadt finden können. Was für Monster würden das denn sowas tun? Gute Frage, niemand hat je etwas wie sie in dieser Gegend gesehen. Asia und die Argus-Brigade haben sie bisher immer vertrieben, aber auch sie wissen langsam nicht mehr weiter. Passt einfach gut auf euch auf, ja? Das hat mit der Chronomalie zu tun. Das denke ich auch. Höchstwahrscheinlich eine Folge dieser Anomalie. Wir sollten weiter nachforschen. Aber diese Stadt ist ein Labyrinth. Es wäre praktisch, wenn wir jemanden hätten, der sich hier auskennt. Du erzählst Aria von Asia. Oh, diese Frau hat ihn doch erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass er den Kampf gegen die Monster anzuführen scheint. Ist er wirklich so beeindruckend? Das erfahre ich wohl, wenn wir ihn treffen. Sehen wir mal, ob wir ihn finden. Ja, gleich mal wieder speichern. Karte. Habe ich mir das jetzt überhaupt mit den Fischen gekauft? Du kannst nicht angeln, da du keine Angel hast. Ich glaube nicht. Ich könnte jetzt auch einfach nach Hause zurückkehren. Das mache ich sogar. Noch 3 Stück. Okay, für die Herstellung, deswegen behalten wir das. Ja, Erdbeeren gebe ich ungern weg. Kochen. Feder. Ah, und ich kann nur 9 Stück davon haben. Das überrascht mich, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt, wie viel das jetzt wächst. Es war ja nur eine Karotte. Okay, legen wir uns mal schlafen. Morgen kaufen wir die Angel. Zumindest das Buch dafür. Okay, Level up, Level up. Okay, Fleisch ist auch 20 wert. Jetzt haben wir wieder gut was verdient. Vielleicht kann ich auch die Küche jetzt freischalten. Ohio. Komm zu mir und sag Bescheid, wenn wir die Krummeln untersuchen. Ja. So wie jeden Tag. Das war nicht geplant. Okay, ernten. Also ich kann die... Okay, habe ich das richtig? Ich kann die alle 4 Tage ernten. Und dafür würden sie halt nichts mehr kosten.
Die Prüfungsnummer, es ist der 13. Zack. Okay, zwei Möhren. Ein hier. Und Getreide. Und weil das ja nicht reicht, noch ein paar Dresssalatsamen. Okay, einmal kriege ich die Farm schon noch voll. Könnte ich jetzt noch die Felsen zerstören, wäre ich ganz glücklich. Aber es sieht nicht so aus, als ob das so schnell gehen würde. Okay. Gaststätte macht erst um 10 auf, aber musste ich mich auch einmal umgucken. Okay, Angelkenntnis. Gekauft. Du kannst an Angelstellen angeln. Angeln braucht Zeit. Hol mit Fische ein, wenn deine Schwimmer unter die Wasseroberfläche gezogen wird. Wie viel Geld habe ich noch? Nur 1900. Okay, sie sagt immer noch das gleiche wie vorher. Dann muss ich das auch nicht großartig vorlesen. Was? Vergrößere meine Farm. Okay, erstmal Küchentheke und Farm vergrößern wäre, glaube ich, sinnvoller. Dann bekomme ich auch gleich mehr Geld. Okay, jetzt ist die Frage. Tue ich eine Runde erstmal trainieren? Ja, ich glaube der doch. Das wäre schlau. Wenn ich einfach mal eine Runde kämpfen würde. Deswegen speichern wir jetzt. Sicher, sicher. Und ich würde mich... Ja, ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich will ja noch ein paar Folgen heute hochladen. Wenn ich es schaffe, sehen wir uns später und wenn nicht, dann definitiv morgen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!